Hallo, ich bin Sascha von ipcnews.de und heute zeige ich euch noch ein paar kleine Multimedia-Benchmarks mit der E-Box. Die E-Box könnt ihr jetzt leider nicht sehen, die ist nämlich hier hinter dem Monitor. Ich habe sie mit dem VESA-Mount entsprechend dahinter geschraubt, so dass ich noch ein bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch habe. Wie ihr vielleicht in den Testberichten auf ipcnews.de gesehen habt, hatte ich ein paar Multimedia-Files schon getestet. Ich habe ein 720p Windows Media-File getestet und ein 1080p, die Originalen, die von Microsoft zur Verfügung gestellt wurden. Und ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie sich das im Ergebnis macht. Ich mache euch mal hier einen Taskmanager auf, dass ihr so ein bisschen die Systemauslastung sehen könnt. Und starte mal das CoralReef-File und ihr seht, das läuft also wirklich super flüssig, hat jetzt eine CPU-Auslastung von etwa 60%. Ja, es schwankt so zwischen 55 und 60% und läuft 100%ig flüssig. Was gut zu erkennen ist, dass hier ganz einfach nicht nur ein Kern genutzt wird, sondern wahrscheinlich für eher für Windows-System-Ressourcen noch der weitere oder beziehungsweise der simulierte Kern der Intel Atom CPU genutzt wird, also Hyper-Threading. Es läuft ohne Probleme, 720p, das WMV-File von Microsoft, CoralReef, wie sah es aus mit 1080 und wie, ihr fragt mich wahrscheinlich auch, was für ein Codec und was für ein Player ich hier benutze, vielleicht kann man es an den Icon. Die Spezies wissen, was es ist, der VLC-Player verbraucht einfach relativ wenig Ressourcen und deswegen habe ich ihn hier für die E-Box genutzt. Als Codec-Pack habe ich installiert die FFD-Show-Codecs, weil ich da eigentlich auch in den letzten Jahren immer sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe in Bezug auf die Performance und die CPU-Auslastung. Okay, jetzt nochmal kurz den Magic Flight auch von der Microsoft-Seite, das ist ein 1080p. Und da haben wir einfach das entsprechende Daumenkino, von dem ich schon im Testbericht geredet habe. Lustigerweise ist die CPU-Auslastung nur etwa bei 65%, aber das könnt ihr knicken. Nun, wie sieht es denn aus mit einem Movie-File? Also das ist das H... Punkt 264 oder H264, so, ab geht die Luzi, das ist Big Bug Bunny auf 1080p, läuft ein bisschen besser als das WMV-File gerade von Microsoft, außer dass der CPU 45%, obwohl von ein bisschen besser laufen kann man ja hier auch nicht reden. Weg damit und sofort das nächste. Inog-File. Auch 1080p, da kommt erstmal gar nichts. Knuspert ein bisschen. CPU-Auslastung liegt bei 70%. Ah. Und siehe da, wir hatten zumindest für wenige Sekunden flüssige Bewegungen. Okay, next one. Dann haben wir hier den Big Bug Bunny. Das müsste die Variante sein als MP4 in 1080p. Gucken wir uns das mal an. Und surprise, surprise, surprise. 1080p läuft mit dem entsprechenden Codec, mit dem entsprechenden Player und in dem entsprechenden File-Format, also auch auf der E-Box und das vom Feinsten. Ich habe jetzt hier eine CPU-Auslastung gerade von 33%. Da hatten wir aber gerade jetzt richtig kräftigen Ruckler gehabt, da ging auch sofort die CPU-Auslastung auf über 60% hoch, aber nichtsdestotrotz, ich gehe mal davon aus, wenn wir noch ein paar Hintergrundprozesse abschalten, ein paar Sachen, die im Hintergrund laufen bei der E-Box, kriegen wir hier wirklich eine super flüssige Darstellung
von 1080p auf der Asus E-Box und das mit 60% CPU-Load. Ich denke, das sind doch recht gute Werte, gerade für Leute, die die Asus E-Box als Media-Server nutzen wollen, vielleicht als Stream-Server. Sie kann also wirklich High-Definition-Content abspielen, wie ich gerade sagte, wenn es im richtigen File-Format vorliegt, in den richtigen Player und ihr die richtigen Codecs habt. Weitere Tests zur E-Box, wie immer, auf epcnews.de. Und ich denke, da werde ich auch in den nächsten Tagen das große Fazit zu dem kleinen Desktop-EPC posten.